Wir freuen uns sehr auf diesen Beginn, auf diesen Start unseres Klosterberg-Projektes jetzt ganz konkret mit dem Grundsteinsetzen und der Zeitkapselsetzen unserer Aussegnungshalle. Wir freuen uns sehr darauf, dass es endlich losgeht. Wir haben so lange jetzt schon mit der Bevölkerung, mit unseren Schwestern waren wir unterwegs und freuen uns, dass jetzt der erste Stein ins Rollen kommt und dass wir tatsächlich loslegen können. Also auch für die Stadt Bad Waldsee ist es heute ein ganz, ganz besonders erfreulicher Tag. Und gerade im Kontext mit der Umgestaltung des Klosterberges, mit diesem einzigartigen Projekt und damit einhergehend auch die Dorfentwicklung Reutegeisbeuren, die davon profitieren wird, ist für uns natürlich ein Projekt, an dem wir uns gerne beteiligen, sodass es auch ein Gemeinschaftsprojekt wird. Und ich glaube, das ist auch Baden-Württemberg was ganz Einzigartiges, dass sich sowohl das Kloster der Franziskanerinnen hier in Reute gemeinsam mit der Stadt Bad Waldsee, mit der Ortschaft Reutegeisbeuren auf den Weg macht, in die Zukunft zu denken, auch nach vorne sich mit innovativen Gedanken zu beschäftigen, auch insbesondere was das Thema Wohnen, Wohnen im Alter anbelangt. Und da waren wir von Anfang an auch als Partner mit dabei, werden es auch im ganzen Projekt bleiben. Und ich freue mich persönlich auch ganz arg, auch im engen Austausch mit der Generaloberin, mit Schwester Maria Hanna, dieses Projekt begleiten zu dürfen. Und freue mich wirklich sehr auf alles, was da noch kommt. In der Zeitkapsel ist eine Urkunde und sind verschiedene Gegenstände, die uns wichtig und wertvoll sind. Und das ist ein Zeitdokument, was heute hier uns als Gemeinschaft, als Kommune ausmacht und beschäftigt. Und wir legen das ins Fundament eigentlich direkt über die Gräber unserer Schwestern, unserer Vorgängerinnen und bauen damit praktisch die Zukunft. Und das ist schon etwas Bedeutendes, wenn man ja auch noch mal so einen Akt setzt. Ich möchte den Schwestern von Herzen gratulieren für ihren Mut, dass sie hier in dieser schwierigen Zeit was Neues beginnen, für ihre Spiritualität, mit der dieser Ort geprägt sein wird, der neue Ort. Und ich bin mir sicher, dass von diesem Ort, den wir heute eröffnet und gesegnet haben, eine große Wirkung ausgeht auf das ganze Umland. Dafür sind wir alle den Schwestern außerordentlich dankbar. Und das Zusammenleben, wie es hier in Klosterberg dann geführt wird, in Klosternähe für Menschen, die sich einsam fühlen, für Menschen, die andere Menschen notwendig haben, zum Beispiel in der Pflege, das sind Dinge, die hier im Klosterberg eingeübt werden, eigentlich modellhaft für unsere Gesellschaft. Und deshalb fördert das Land Baden-Württemberg ja auch dieses Modellprojekt erheblich. Musik.